Wir haben ein Fahrzeug hier drehen, 910 im zu fahren. Ein dänisches Produkt. Wie gesagt, wir haben mit unserem Gerät vor dem kampfmittelbelasteten Gelände und dann dort Minen räumen oder kampfmittelbelastende Flächen einfach bearbeiten, damit nachher andere Maschinen dieses Gelände nutzen können, weiter bearbeiten können oder dass man dort ein Feldlager errichten kann. Das Gerät hat 19 Tonnen, hat eine Räumbreite von 3,50 m, hat zwei Bergensen-Motoren mit jeweils knappe 190 PS, hat zwei Mann Besatzung. Unsere Einsatzgebiete sind grundsätzlich am Truppungsplatz Allensteig. Dort haben wir bearbeiten verschiedene Branchenstreifen, Wildesungsflächen und eben Schießbahnen, damit ein Schießen auf diesen möglich ist. Und natürlich auch vorgesehen in verschiedenen Auslandsszenarien, Auslandseinsätzen. Da hinter mir sieht man jetzt die Fahrerkabine. Wie gesagt, zwei Mann Besatzung. Und der Fahrer hat den Sitz schon gedreht und schaut somit in die richtige Richtung, in die Räumrichtung. Da haben wir jetzt einen von unseren zwei Motoren. Dieser wird als Drive Engine bezeichnet. Der rechts hinter mir wird als Powerpack eben gekennzeichnet. Somit zwei Maschinen, die getrennt voneinander bedienbar sind. Der große Vorteil ist, wenn man eine Maschine von den zwei ausfällt, kann ich mit der zweiten Maschine die Maschine wieder zusammenlegen und den Gefahrenbereich verlassen. So, hinter mir sieht man jetzt das Räumwerk vom Hydrema. Auf diesem Räumwerk befinden sich 74 so Klöppel, zwei verschiedene Arten, einmal für die Vegetation, einmal für die Minenräumung selbst. Und ganz dahinter ist mein Deflektorblade, damit eben die Maschine geschützt ist, sollte es vor dem Räumwerk zu einer Detonation kommen.